Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nobis Kochstunde und wir machen heute einen Klassiker. Jawohl, wir backen eine Quiche Lorraine. Das ist was richtig Leckeres und da freue ich mich schon richtig drauf. Aber redet man nicht lange drum, legen wir los. Ja, und wie immer fangen wir zuerst mit dem Teig an. Warum? Weil der nachher noch etwas Zeit benötigt im Kühlschrank. Ja, und für den Teig, da geben wir Mehl, Salz, Eier und Butter in eine Schüssel und rühren das Ganze gut durch. Und damit der Teig noch ein bisschen geschmeidiger wird, geben wir noch 4 Esslöffel Milch mit hinzu. Und weiter formen wir dann in der Schüssel ein Teigbolle und geben den Teig in den Kühlschrank zum Abkühlen. Als nächstes können wir ja dann schon mal die Springform vorbereiten, indem wir den Boden mit Backpapier auslegen. Auch die Zutaten werden jetzt dann auch vorbereitet, indem wir zum Beispiel 2 Zwiebeln nehmen und die in kleine Würfel schneiden. Ja, und diese Zwiebeln, die werden jetzt gleich angebraten. Aber es kommt noch eine Zutat ins Spiel und zwar eine große Portion Bauchspeck. Jawohl, und den schneiden wir in kleine Würfel und braten den in der Pfanne an. Und danach kommen auch nicht viel später die gewürfelten Zwiebeln mit hinzu. Und die werden auch kurz angebraten bzw. auch mit angeschwitzt. Ja, das Ganze können wir schon mal leicht mit Salz und Pfeffer würzen. Und wenn das Ganze für ca. 5 bis 10 Minuten in der Pfanne war, dann schalten wir den Herd aus. Parallel hätte man zum Beispiel auch schon mal den Gouda raspeln können. Von dem braucht man nämlich 200 Gramm. Dann holen wir auch mal den Teig wieder heraus und bestäuben mit Mehl eine Arbeitsfläche. Ja, und für den Boden entnehmen wir dann 2/3 vom Teig und rollen den rund aus. Ja, und gleich danach legen wir dann den Teig in die Springform. So, und dann fehlt nur noch der Rand. Und dazu nehmen wir den Rest vom Teig und rollen den aus. Und der Rand, der darf nicht zu hoch sein. Weil er darf nicht so hoch sein wie zum Beispiel bei einem Käsekuchen. Weil der Rand bei einer Quiche Lorraine nur halb so hoch ist. So, ist der Teig jetzt nun fertig vorbereitet, dann kümmern wir uns wieder um die Füllung, indem wir die Speck-Zwiebelmischung in eine Schüssel geben. Und in diese Schüssel kommen noch weitere Zutaten wie Sahne, 2 ganze Eier, 2 Eigelbe und Käse. Und das Ganze können wir schon mal gut durchrühren. Aber das ist noch nicht alles, sondern wir nehmen die 2 Eiweiße von den getrennten Eiern und schlagen die schaumig zu Eischnee. Und diesen Eischnee, den heben wir dann vorsichtig unter. Natürlich würzen das Ganze nochmal mit Salz und Pfeffer. Mit dem Salz sollte man aber immer vorsichtig sein. Wieso? Der Käse hat Salz und der Speck hat auch Salz. Es versteht sich natürlich von selbst, dass der Eischnee natürlich vorsichtig untergehoben wird. Gleich danach kommt auch dann die Füllung in die Springform hinein. Und wenn dann die Füllung bis zum Rand reicht, dann war es perfekt. Und anschließend wandert das Ganze dann in den Ofen.
für 30 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze. Und das Beste ist natürlich, dass man die Tieflorellen zuerst mal auskühlen lässt, bevor man sie dann aus der Springform herausholt. Aber nur bis sie lauwarm ist, weil lauwarm schmeckt die dann am besten. Und dann endlich ist es soweit. Wir nehmen ein gutes Stück von dieser Kischloreen und lassen es uns gut gehen und schnabulieren das so richtig intensiv und ausgelassen. Aber jetzt schaut euch mal an, wie lecker die aussieht. Perfekt! Also probiert diese leckere Kischloreen aus und ihr werdet genauso begeistert sein wie ich. Aber Leute, wir sind wieder am Ende angekommen von dieser Folge von Nobis Kochstunde. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet natürlich. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.